Willkommen zurück bei den unglaublichen Tower Defense Abenteuern der Van Helsing Brüder. Mit dabei wieder der Van Helsing Bruder. Ich stehe auf dem Tower. Und ja, meine Wenigkeit, der Bacon Orsch. Ja, wir haben jetzt hier alles vorbereitet. Beim ersten Mal kommen wir wohl alle nur rechts raus. Wir haben auch schon gesehen, wir hätten noch einen Raketenwerfer, aber das heben wir uns halt fürs nächste Mal auf. Weil es gibt ja immer noch ein nächstes Mal. Ja, wenn du möchtest, kannst du starten. Ja, dann starte ich mal. Wieder die spannende Musik, wieder eine Quiz-Show. Und wie gesagt, sobald wir halt die ersten 10 voll haben, was ja eigentlich der Fall sein sollte, weil wir alle paar Sekunden jetzt sogar auch was kriegen, vorne hin und bauen noch ein Batat-Otak. Baut. Ich kann hier sogar an der schönen Biegung schon rüberschießen. Ja, das ist natürlich... Bloß manchmal merkt er, ist er zu weit entfernt und dann fängt er an zu loszulaufen. Da muss man nochmal ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich... würde ich sagen, ich glaube die erste Welle, das wird jetzt hier noch nicht so das große Problem. Nicht wirklich. Den Roboter. Ja, dann können wir uns sogar wirklich hier vorwagen und müssen uns gar nicht unbedingt auf unseren Pfeil verlassen. Genau, das Rad hat und Tank da hinten, also das Maschinen. Das arbeitet aber auch schon fleißig mit und ich glaube, das sind auch schon die letzten Gegner. Jo, das sieht man immer bei der Wellenübersicht an dem roten Balken. Ja, das war die erste Welle. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz. Also hier vorne kommen welche und mittig kommen jetzt wohl auch. Ja, wir wollten auf jeden Fall den Maschinenwerfer und den Raketenwerfer uns holen. Genau, die Teleporter sind auf dieser Karte leider... Ach, da vorne wäre sonst auch einer gewesen. Voll vorbei. Also links sind noch gar keine, das heißt, ich mach mal eben hier den Maschinen... Raketenwerfer. Der hilft uns ja rechts und mittig. Aber... Ah, aber man kann hier wieder so ein paar Floors machen. Okay. Hier gibt es mal wieder einen mit Feuerschaden, einen Verlangsamer oder einen Zurückteleportierer. Ich habe hier mal so einen Feuerboden hingemacht. Dann mache ich hier einfach mal das Portalopad und dann haben wir noch 70 Punkte. Das heißt, irgend so eine Kleinigkeit könnten wir noch bauen. Ich bin gerade überlegen, wir könnten hier rechts, du siehst ja, wo ich gerade stehe, ne? Ja. Und rechts davon, also auf dem rechten Weg, da könnte man noch ein Maschinengewehr bauen. Das dürfte aber auch hier vorne rüberschießen, weil die haben ja eigentlich eine ganz gute Reichweite. Ja, ich komme mal zu dir rüber, um mir das selber anzuschauen. Genau, ich stelle mich da mal eben, ich laufe da mal eben kurz hin. Ganz einfach da, wo du bist, mittig einfach. Ah, da, ja, stimmt. Genau. Das dürfte meine Überlegung wird hier das Rad hat Otak, weil, also das Eis, also der... Underthrower und der Flamethrower. Genug Reichweite. Aber das Rad hat Otak. Das reicht da locker rüber. Da stimme ich überein. Dann darfst du es da hinsetzen. Hast du, glaube ich, schon, ne? Ja. Und ich gebe noch eben... ausgehend gut. Ich würde sonst wahrscheinlich einfach erstmal rechts bleiben und du mittig? Ja. Dann das Schöne ist, also von hier kann ich sogar wahrscheinlich noch mit zu dir rüberschießen. Ja, also ich gehe jetzt gleich wieder so noch ein Stück nach hinten zurück, wahrscheinlich, sobald die ersten Gegner kommen bei mir, damit das Rad hat und Tack auf jeden Fall. Ja, ich sehe gerade, ich kann Katharina noch ein paar Punkte geben, das mache ich, bevor es losgeht. Was meinen Schaden erhöht, schon fertig, dann starte ich die Welle. Bei dir scheint was rauszukommen. Ja, das ist allerdings wirklich größtenteils nur Kleinkram und ja, wie gesagt. Ja, ich kann schön zu dir schießen. Ja, das habe ich, das sehe ich. Okay, da kommen jetzt auch mal die ersten Gegner raus. Wahrscheinlich der Raketenwerfer gleich auch mal richtig. Wie wir sehen, wir haben auch schon wieder 105 Teile. Das Schöne, kann die ja auch während der Farben
Ich baue hier jetzt auch mal noch einen Rattata auf meine Seite. Oh. Der schießt dann nämlich auch für die Runde. Sehr schön. Wir sollten wahrscheinlich nicht zu viel ausgeben, weil wir kriegen ja dann schon ein paar mehr, aber ich glaube insgesamt Bälle halt auch nur 1000 Punkte, aber ja eigentlich alles ganz. Nö, aber so ein bisschen könnte man hier durchaus ausgeben. Ich frag mich, wann bei mir mal die Leute kommen. Ah, jetzt. Ornithopter, wie schön. Das habe ich ja total vermisst. Überleg grad, hier vorne ist ein Tintentor. Das Tintentor hatte ich damals nach der Tower Defense benutzt. Und das führte dann irgendwie unter die Plattform. Da hatte ich allerdings den Punkt nicht verstanden. Jetzt kommen hier Kriegsknechte. Ja. Die können wir sonst auch noch ein Stück weiter rauskommen lassen. Aber ich glaube, wenn unsere Katharina das mit. Weil dann dürfte gleich der Raketenwerfer auch wahrscheinlich. Dürften aus dem auch so ziemlich die letzten Gegner sein. Oh ja, elektrisch. Ja. Oh ja, da kommen jetzt auch mal ein paar, also jetzt nicht wirklich starke, aber. Aber das ist wieder das typische, man läuft denen entgegen und die ganzen Fallen machen eigentlich. Da muss ich mich gerade selber wieder mehr zusammenreißen, um noch zurückzulaufen. Gut, das war das schon. Jetzt kommen auch, ich überlege gerade, wir hatten links bisher noch nicht so viel aufgebaut. Da würde ich gerne noch mal schauen. Genau, links, die kommen, aber die laufen diesmal noch Richtung Mitte. Das. Ja, aber ich habe hier zum Beispiel einen Monster in the Box oder Spikoflor. Ein Monster in the Box ist halt so ein Werwolf, der ist schon ziemlich nett, muss ich sagen. Ja, und da er auch mehr kostet, werde ich hier einen hinsetzen. Ja, ich würde jetzt hier in der Mitte wahrscheinlich noch mal kurz gucken. Ein Rad und Tat würde ich hier noch machen. War das Deck die Mitte ab? Vielleicht machst du auf deiner Seite auch noch eins. Auf der linken Seite ist da auch noch eins. Ja, da gibt es wieder die Ratatat. Die anderen, ich weiß nicht, die kosten ja auch ein bisschen mehr. Vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht. Ich setze hier mal so ein Blitz. Setz da mal ein anderes hin. Da kann man behindern. Die Angriffsstatistik wird verringert. Okay. Ich mache hier noch ein bisschen Schaden-Upgrade. Und auch mal behindern. Keine Ahnung. Ja, also ich weiß halt nicht, ob wir jetzt auch wieder, das ist ja nicht schlimm, wenn wir jetzt noch ein paar Punkte übrig behalten. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder nach rechts gehen. Ja, dann bleibe ich mal hier so. Genau, und die 20. Zwischen links und Mitte. Und die 20 Punkte können wir einfach erstmal aufsparen. Wie gesagt, wir kriegen ja eh gleich noch welche, wenn wir da irgendwie feststellen, wir brauchen da noch irgendwo ein bisschen mehr. Ja, gut, dann starte ich mal die Welle. Genau, ich stehe diesmal jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen weiter hinten bei meinem Rattat und Tack. Auch schon, mein erstes hier ist ja auch. So, komm jetzt, kommt was? Dann gehe ich jetzt noch mal eben ein bisschen nach. Weil wenn erstmal noch. Einfach nicht aus, nicht. Ich kann rüberschießen. Und jetzt laufe ich nach links rüber. Aber ich glaube, der Raketenwerfer macht gerade sowieso. Jetzt kommen auch links welche. Ja. Ja, da bin ich. Das sind Ornithopter. Komm mal eben jetzt Richtung Mitte. Einfach mal. Ja, sobald. Genau. Oder noch nicht ganz, aber. Ja, aber so. Okay, jetzt rechts welche. Ich gehe jetzt mal nach rechts. Rechts und mittig. Aber das ist. Ach, dann auch wieder hier Kleinkram. Das Meister hat da Gegenwerfer, glaube ich, schon gehabt. Jetzt kommt in der Mitte jede Menge. Ich hoffe mal, dass links das Monster in der Box fertig wird. Mit den Ornithopter. Oh, jetzt kommt links wieder. Aber die kommen in die Mitte gelaufen. Das ist gut. Ja, ich habe hier rechts gerade, ich habe glaube ich gerade leichte Latenzprobleme. Okay. Sehe gerade, bei mir kommen die Monster aber glaube ich nicht. Ja. Oh, und es kommen größere bei mir. Probleme. Ich habe hier einfach mal noch so eine Freeze-Ding hingesetzt. Ja, und in der Mitte sind die Lana, aber das dürfte dann schon wieder das Ende der Welle wahrscheinlich sein. Ja, pünktlich zum Höhepunkt der Welle hatte ich gerade ganz massive Latenzprobleme. Also ich hatte ein ziemlich starkes Ruckeln bei mir.
Ich habe auch so mittendurch nochmal hektisch eine weitere Falle aufgebaut. Gut. Okay, das nächste Mal. Gucken wir mal kurz. Ja, rechts kommt was, wie üblich. Es kommt überall was. Wahrscheinlich kommt diesmal aber auch links durch was, oder? Ja, ich überlege gerade, ob. Ich schaue gerade, wo man links noch was hinten setzen könnte. Hier haben wir ein Wall of Fire. Hier können wir auf jeden Fall noch ein. Ich würde hier vielleicht noch ein Ratatotak machen und das mache ich gerade und das. Hier in der Mitte, da kann man. Da kommen zwei Wellen lang, da könnte man nochmal. Da werde ich nochmal einen Werwolf reinsetzen. A gate has opened around here. Mit zwei Upgrades. Wie sieht's denn rechts aus? Rechts sieht's eigentlich ganz gut aus. Ich habe ja kurz vor Ende auch nochmal einen Werwolf. Wir haben überlegen, was sich vielleicht noch lohnt, ist entweder der Pylon hier vorne rechts oder dieser Pylon. Ich glaube, der hier vorne, der wäre vielleicht... Könnte rüberschießen. Genau. Ja. Da nehmen wir einfach so einen Feuerpylon, der kann dann schön die ganze Zeit da schon reinbrutzeln. Ja, das hört sich vernünftig an. Dann porte ich mich mal wieder hier in die Mitte. Und, oh, warte mal ganz kurz. Unten rechts scheint jetzt ein neues Tintentor sein. Ach so, das ist, glaube ich, wenn wir fertig sind. Da mit der Schatzkiste. Ja, habe ich eben auch gerade gesehen, als ich bei dir war. Da kann man aber anscheinend jetzt nicht rüber. Ja, und die 110 ja. Punkte würde ich sonst wahrscheinlich erstmal nochmal aufheben, damit wir einfach bei Bedarf einfach reagieren können. Ja. Gut, dann starten wir Welle 4. Genau, ich bin erstmal... Ja, rechts kommen gerade schon, aber das hält sich noch ein Grad. Ja, ich habe links auch ein paar Freunde. Ja, vor allem, ich habe ja den Raketenwerfer, von dem wir ja leider nur einen haben. Ja, bei mir ist schon recht voll. Ja, ich komm alle schon weg. Was allerdings auch daran liegt, dass ich halt überhaupt die Fallen nicht machen lasse. Sollte ich vielleicht mal. Die kämpfen da alle mit dem Werwolf. Vielleicht sollten wir die einfach mal hier ins Feuer laufen lassen. Okay. Gehen wir wieder nach rechts rüber. Ja, rechts kommen auch gerade wieder welche. Ja, deswegen. Okay, und bei dir gehen sie, glaube ich, gerade Richtung Mitte. Mitte, ja. Ich kann mich gerade nicht teleportieren. Das ist natürlich jetzt... Das heißt, ich laufe eben außen rum und vermutlich sind dann rechts schon alle... Ich weiß nicht, warum das gerade nicht ging. Vielleicht, weil da schon Gegner zu weit waren. Ach, das sind bei mir... Das sind bei mir nur... Oh, das sind aber Ornithopter Meister. Ja, aber gut, die... Okay, also da haben wir unsere Maschinengewehre richtig gut gesetzt. Setzen dort alles weg. Ja, ich muss gerade ziemlich zwischen der Mitte und links. Ja, ich gehe eben nach unten und kümmere mich um die beiden, die da links Anstalten machen, vielleicht durchziehen. Nee, ich glaube, das haben entweder warst du's oder es waren unsere Fallen. Das waren unsere Fallen. Und vor allem, ich konnte mich auf einmal wieder nur zu dir teleportieren. Ich hab welche mit Schutzschilden. Das dürfte der Endboss sein. Ja, ich bin... Nein, Batrachi. Ich bin bei dir. Irgendwas. Der elektrische Kraftprotz meist jetzt hier auch gerade. Der läuft da gerade durch. Der hat... Aber das Gute ist... Scheint da gerade ein bisschen... Jetzt hatte ich gerade auch das erste Mal ein bisschen letztendlich Probleme. Naja, der eine hier, der hält echt viel aus. Der steht eigentlich die ganze Zeit im Feuer und... Ja, ich habe hier noch einen Election Kraftfortsmeister, der hat noch... Also insgesamt hatte der 13.000 Leben, hat jetzt nur noch 6.000. Oh, das wackelt hier aber gerade auch heftig bei mir. Einer ist tot. Ah, deiner auch. Ja. Und dann haben wir 1095 Stück. Letzte Welle. Wir können ja davon ausgehen, werden diesmal wieder überall kommen.
Halt die Frage, was haben wir noch? Hier hinten haben wir noch, quasi kurz vor Ende, haben wir noch einen Pylon. Da könnte ich ein Feuer oder einen kleineren mit Eisradius rausmachen. Ich glaube, ich würde dann Feuerradius rausmachen, weil der hier kann da nochmal ordentlich... Der deckt vor allem rechts noch einiges ab, wenn da was durchgeht. Ja, rechts deckt da was ab. Dann werde ich hier unten vielleicht noch für links den Ratata ein bisschen erhöhen. Genau, und das Monster in the Box erhöhe ich auch mal ein bisschen. Das müsste für unten dann schon reichen. Ah, und hier vorne haben wir noch, wir hätten hier vorne sonst ja auch noch weitere Fallen, die wir hier bauen. Dann wären wir noch zwei Fallenplätze, ne? Da würde ich nämlich hier vorne wahrscheinlich noch einen Freeze of Law machen, weil das hat ja die Wahrscheinlichkeit, Gegner zu verlangsamen. Und ja, da vorne haben wir halt ein Feuerdings, was dann vielleicht einfach einmal mehr raufschießt. Und da vorne hätten wir sonst noch zwei Pylonen. Ja, ich sehe gerade hier nämlich auch die Pylonen. Dann werde ich nämlich, glaube ich, auch den mittleren nehmen. Und das Problem bei diesen Frostdingern ist, dass sie halt zwar ein bisschen Schaden machen, allerdings hauptsächlich verlangsamen. Und deswegen werde ich da doch nochmal Feuer hinsetzen. Und der dürfte auch auf die Mitte rüberschießen. Die ersten eigentlich einmal Feuer, einmal Eis. Das sind doch zwei Pylone, oder? Ja, hast du recht. Ja. War noch immer ein paar Punkte übrig. Das ist gut. Hier hinten hätten wir noch einen Pylon, aber sonst würde ich eventuell nochmal irgendwas upgraden. Ich bin aber auch gerade überlegen, was wir am besten Upgrade. Oh, nee, ich könnte hier oben. Sag bitte nicht, dass du noch was... Okay, nicht, dass es jetzt zu wenig geworden ist. Vorne, weil der kann recht und mittig abdecken und so, macht da ein bisschen mehr Schaden und ich würde sagen, die letzten 30 Punkte, vielleicht auch noch welche, können wir zur Not mal einfach noch bei Bedarf aufrüsten. Auch. Aber meine Vermutung ist erstens, ich weiß gerade nicht, was die Zeit sagt. Ja, ich glaube, die müssen wir wohl die letzte Welle in die nächste Folge rüber. Naja, wir können einfach eine etwas längere Folge machen, das passt schon. Ist da gerade jemand unserem Spiel beigetreten? Ja. Wir hatten heute kein Passwort, ne? Ja, das passiert, wenn man kein Passwort hat. Da haben wir einen Level 31 Spieler, der auch scheinbar ex. Ich kann den auch nicht kicken. Ich. Ja, ist halt so. Na gut, dann darf der halt mitmachen. Dann starte ich mal einfach, ne? Ja. Ja, sehr schön. Mit Onyx. Mal gucken, ob Onyx... Ach da ist Onyx. Der steht links, das ist ja nett. Ja. Dann bleibe ich mal in der Mitte. Dann hoffen wir mal, das ist ein Traumaturg. Ja, hoffe ich mal, dass er uns nicht enttäuscht. Ja, in der Mitte kommt jetzt auch eine ganze Horde. Ich komme auch mal eben... Obwohl... Ja, ich bin ja in der Mitte. Ja, aber ich bin da jetzt auch gerade mal eben. Ja, Stufe 31 ist ein bisschen höher, ne? Er steht jetzt auch hinter mir und schaut aber zu. Jetzt Nachricht. Ja, man muss auch einfach sagen, momentan gibt es generell sehr wenig Online-Packen. Da habe ich vielleicht... bei 12 online. Oh, jetzt ist recht. Jetzt geht's hier los. Mittig. Ja. Ich komm vom Startpunkt hochgelaufen. Ja, ich glaube. Okay, ich laufe vom Startpunkt links. Ah nee, da ist. Ja, hier aber geht immer die Map auf. Ich klicke hier irgendwie doof anscheinend. Ach ja, wenn ich auf das Hit komme, ich verstehe. Ich kann noch gar nicht gucken, ob du gerade bei mir kämpfst oder ob das dieser Onyx ist. Ich war gerade der von unten. So. Ah, okay. Onyx macht gerade links. Ich wollte eigentlich gerade nach links gehen, aber da habe ich gesehen, der Onyx, der war da schon und da war das dann jetzt. Auch gleich. Protektor. Und wieder, oh, da links ist aber richtig viel los. Ja, ich kümmere mich aber mal um die mit rauskommen. Also, beziehungsweise Raketenwerfer hat sich wohl gut. Einer da, der ist ab.
Also ich muss sagen, der Raketenwerfer, da müssten wir auf der nächsten Karte von Anfang an mehr darauf achten. Das ist, würde ich sagen, schon fast ein Auto. Beste, ja, das ist beste, eine der besten Investitionen. Ich meine, dass wir jetzt hier nebenbei auch noch so Punkte kriegen, haben wir jetzt auch wieder, ich glaube, 80, 90 Fälle bekommen. Das, also diese Teile wird sich ein Lohn zu bauen. Mittig kommt ja momentan ganze Menge, auch welche mit mehreren tausend Leben, da ein paar mit bei. Ja, schau ich mal mit. Aber der Raketenwerfer, Raketenwerfer, der scheint das zu regeln. Mal wieder nach links. Ja, da bin ich jetzt auch direkt, weil das ist als eine klitzekleine Welle. Ich würde mir schon fast vorstellen, bei den ganzen Lebens gerade langlaufen, das auch schon so gut letzte. Ja, das glaube ich auch. Okay, der Onyx sagt, dass er leckt. Und deswegen leckt er. Und ja, er wünscht uns viel Spaß. Ja, so viel zu dem. Habe ich halt echt nicht dran gedacht, ein Passbeutel zu setzen. Ja, ach, das war jetzt ja auch nicht schlimm. Da sind jetzt gerade ein paar Angriffs-Ornithopteren durch. Ich kann mir eben kurz einkaufen, wenn wir da nicht hinterhergehen, weil. Ja. Sind wir mal ehrlich. Ganz normale Ornithopteren, die werden nie unter. Jetzt greifen die mich an. Naja, muss ich nicht mal. Aber hier ist das echt nicht schlimm. Wo es mich, glaube ich, gestört hätte, wäre zum Beispiel unterwegs bei so Entscheidungen gewesen, wenn da einfach ein anderer Typ kommt, ja, und was wählt, was wir nicht wollen. Aber hier war das alles okay. Ja, wir haben es jetzt auch schon. Hier ist auch der goldene wieder. Oder auch. Ja, ich kümmere mich gerade. So. Ja. Ja, aber auch erstmal kurz auf. Ja. Der eine, der schubst mich hier auch zurück in mein eigenes Feuer, das zum Glück ja hier keinen Schaden mehr macht. Ja, der Hauptboss 6. Aber ja, der hat recht viel. Aber er ist halt auch schon in der Nähe von unseren Fallen. Krass, unser Werwolf hat ja auch schon irgendwie. Ich glaube, den haben wir auch gut gesehen. Ja, jetzt habe ich zum ersten Mal keinen Mana mehr. Ich guck mal, vielleicht kommt er ein Stück zurück hier in das Feuer auf dem Boden. Das würde mich recht freuen. Aber der scheint sehr langsam zu sein. Ja, und ich glaube, er hat auch momentan den Werwolf als Ziel. Ah, das kann natürlich. Sein, oder eine Katharina. Oder eine Katharina. Ja, Katharina ist natürlich auch eigentlich immer da, wo sie keiner haben will. Auch solange sie ihn aufhalten. Ja, wunderbar. Da gab es auch ein wenig Belohnung. Jetzt frage ich mich, aber sagen, kommen wir da nach rechts rüber? Das werden wir uns schauen, weil da unten ist ein Fragezeichen. Huch, habe ich da jetzt richtig geklickt? Ich habe nicht gemerkt, dass ich was angeklickt habe. Aber irgendwas habe ich angeklickt. Ich habe einen Ladebalken. Ja, ich auch. Deswegen. Ja, dann wird es schon richtig sein. Nee, ich bin im Lager. Ja. Schade, ich habe gedacht, wir kommen darüber. Ah, aber wir kommen auch nicht mehr zurück. Gut, dann würde ich aber sagen, wir haben schon ganz mächtig überzogen durch das Tower Defense. Ja. Und deswegen verabschieden wir uns dann bis zur nächsten Folge. Ciao, bis dann. Ciao.